Hi Freunde, herzlich willkommen und ja zu einem Video und zwar mal nicht zu der PLC, sondern zu einem weiteren Nuzlocke-Part. Hat mich jetzt ein bisschen hinten vernachlässigt. Es tut mir leid. Ja, ich hatte einfach null Zeit wegen Schule und sowas, ne? Aber jetzt habe ich wieder Ferien und jetzt kann ich auch mehr aufnehmen. Und ja, ich will jetzt einfach mal noch ein paar hier Parts bringen. Ich will jetzt so versuchen, zwei aufzunehmen und die dann auch hochzuladen, damit ich da was hab. Gut, ja. Wir sind hier in der Trainer AG, nee, wie heißt das? Kampf AG, Kampf AG. Und ja, müssen hier gegen den Dusselgur kämpfen, ne? Ist ja ganz klar. Gut, so, wir gehen jetzt hier auf Giftschock. Giftschock ist hier auf jeden Fall ein guter Step, der hier alles umbringen wird, Kappa. Giftschock macht hier auf jeden Fall seine Sache. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr giftiger Schlag in die Fresse. Wir können auch mal einen Giftschock einsetzen. Also, da sehe ich jetzt eher nichts, was jetzt Schlimmes sein soll. So, gut, also. Dusselgur stirbt, nice, supi. Und ja. Gut, ihr werdet wahrscheinlich vor diesem Video ein PLC-Part sehen. Passt. Ich werde jetzt ein bisschen vorproduzieren, damit ich wieder ein bisschen was hab. Aber das passt. So, wir werden auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein bisschen kämpfen. Hab auf jeden Fall Bock jetzt hier so ein bisschen zu nass locken. Was laber ich gerade? Okay. Der gute Angestellte Alessio hat einen Vulcano. Und Luis, du musst mal wieder ein bisschen was machen hier. Ich werde da mal gucken, ob ich die Pokémon zum nächsten Part dann ein bisschen trainiere. So zwei, drei, zwei Level, sodass sie alle ungefähr Level 20 sind. Da passt da. Okay, es ist okay, Fukano. Alles super. Bleib ruhig, entspann dich, komm down auf your life und lass mein Smogon in Ruhe. Danke. Alter, das macht heftigen Schaden. Ja, wir werden hier jetzt auch rauswechseln, weil will nicht riskieren, dass mein Smogon stirbt. Da gehe ich lieber in Beate. So, das passt. Gut, er geht hier auf Schnüffler. Ist natürlich auch eine Sache. Wir wurden jetzt erschnüffelt, lol. Wir gehen hier auf den Steinwurf. Ja, Glut kommt, macht uns jetzt nicht allzu viel. Ja, Steinwurf kommt, das ist auf jeden Fall eine sehr effektive Attacke. Und das nimmt Vulcano raus, das passt. Und wir kriegen jetzt ein paar Erfahrungspunkte und haben jetzt hier ein Pokémon rausgenommen. Gut, wer braucht denn hier jetzt gerade momentan am meisten Training? Ja, komm mal die Klappe. Wer braucht denn momentan hier am meisten Training? Hasi? Stimmt, Radfatz ist ja gestorben. Und jetzt haben wir Hasi. Stimmt, ich musste da kurz drauf klarkommen. Weil ich habe lange ja nicht mehr gespielt. Und ja. Gut, unsere Ziele heute sind Kampf, AG fertig zu machen und vielleicht dann noch ein bisschen in Stratos City rumzucruisen. Um vielleicht noch ein paar Items abzuholen und sowas. Ja, und vielleicht dann schon mal Arena ein bisschen machen, damit wir dann beim nächsten, bisschen die Arena durchrushen können. Nee, nicht durchrushen, aber halt, ne? Gut, wir jetzt sehen wir mal einen Hasi. Gut, er geht hier auf Walzer. Fuck, wir haben hier. Doch, wir haben Beate. Aber ich möchte gerne hier auch mal was mit dem süßen Boy machen. Wir gehen hier auf eine Rückkehr. Das passt. Bam. Okay, es hasst uns sehr. Es ist okay, Haspiro. Du musst mir nicht sagen, dass du mich hasst. Ich weiß es schon. Also ich habe es gerade gesehen, wie der du mich hasst, du Arschloch. Es ist okay. Man könnte es auch ein bisschen netter sagen, aber ja. Gut, Walter geht jetzt daneben, fick dich. Na gut, wir gehen jetzt hier auf den Fußkick. Sorry, jetzt ist mal die, ne? Ist die Dings weg? Ne, egal. Gut. Blubstrahl kommt, der macht jetzt halt nie so viel. Steinwurf macht anscheinend mehr. Was ist denn das hier? Die ganze Gesteinsattacke geht daneben. Ist auch okay. Crit, ja klar. War doch klar, dass du mich crittest, du Sack, du. Stipp. Ja, also in dem Tempo kommen wir auf jeden Fall sehr weit. Kappa. Steinwurf. Kann nicht flinchen, ne? Kann nur daneben gehen. Walzer, ja. Der killt mich nicht. In 3 Jahren nicht. Das hat 1 KP gemacht oder so. Gut, jetzt kriegst du hier einen Fuß gegab und stirb. Super. Scheiß Meryl.
Gut, ich werde jetzt hier nochmal schnell meine Pokémon heilen, weil ja. Gut, danke für den Timerball. Kann wahrscheinlich sehr wichtig werden. Tränke. Kriegst du ein? Du ein? Passt. Gut, weiter geht's. Hier, mit dir. Ich meine mich zu erinnern, die hatte ein Knospi. Ja, eine Spionin, ist klar. Und meine Mutter ist Tanzangestellte beim irgendeinem Club. Angestellte Andrea. Wow, das passt. Andrea, du hast ein Knospi. Okay. Luis, komm rein. Mach mal Giftschock. Und lass das Vieh mal sterben. Oder drück Nassmacher, ist auch eine Möglichkeit. Giftschock. Und wir machen relativ guten Schaden, das passt. So, nochmal Giftschock rein. Supi. Und nochmal Giftschock und dann ist es Knospi weg. Ja, mach doch Stachelspore, das juckt mich jetzt eher weniger. Das passt auf jeden Fall. Ja, genau. So, Giftschock und weg mit dem Scheiß. Super. Knospi ist weg. Wir kriegen wahrscheinlich ein Level Up. Level 18 für Luis. Das passt. Schlammbad. Das ist eine Giftattacke, hat eine 65 Stärke, aber keine gute Genauigkeit. Doch, hat genau. Und es kann eventuell vergiften und du wirst doppelt so stark, wenn das Pokémon vergiftet wird. Brauchen wir Tackle? Nein, weg. Also, nehmen wir mal Schlammbad mit. Da haben wir so eine relativ lustige Sache. Ja, das passt so. Gut, dann hätte ich jetzt gerne mal Hasi nach vorne. Und wir kämpfen, wir holen uns erstmal das Item hier, das ist ein Mega-Block, was auch immer das bringt, und gegen dich hier. Scope-Linse, das ist cool. Öfter Volltreffer, toll. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben, in 54. Stockwerk, da hier ist der kleine Stinker, ja hier ist glaube ich in der Generation ist nichts los hier. Ja, ein Äther, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, hier war nichts los und in der anderen, also in Schwarz und Weiß, ja, da war viel los. Gut, wir müssen jetzt hier. Oh, du bist doch der Pokémon-Trainer, den ich unten im Empfang begegnet bin. Und jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich aber dem stärksten Trainer in diesem Gebäude stellen. Bühne frei für meinen Enkel. Er ist hier der Chef. Alles klar. Ich als Chef sehe es meine Pflicht an, dir zu demonstrieren, wie tiefgreifend wir uns hier mit dem Studium des Pokémon-Trainer-Daseins befassen. Gut. Schön zu wissen. Schulkind Kelly. Warum auch immer der einen weiblichen Namen hat. Gut, er leadet hier mit Evoli. Wir leaden hier mit Haspiroa. Und Haspiroa, Rokzuki. Mach mal Rokzuki, wie viel macht das? Das ist guter Schaden. Das ist echt guter Schaden. Im Gegensatz aber auch macht er guten Schaden. Okay, wir gehen aber nur hier mal auf Ruckzuckip. Der killt nicht. Und der Ruckzuckip wahrscheinlich nicht. Gut, habe ich gesagt, dass der 3 Milliarden Schaden macht? Ja, das habe ich. Gut, wir brauchen hier einen Trank. Weil sonst wäre Hasi down und das wäre nicht schön, weil Hasi ist cool. So. Gut, dann machst du jetzt mal Ruckzuckhieb, das macht immer noch viel, wenig. Dann kommen wir jetzt nochmal hier einen Ruckzuckhieb, bam, in die Fresse, so macht 3. Er macht auch einen Ruckzuckhieb, bam, in die Fresse, macht 50. Jetzt müssen wir Speedtag gewinnen, super, und tschüss. Ist das überhaupt ein Speedtag? Ich weiß nicht, ich denke mal. Und falls es ein Speedtag war, so waren wir echt lucky. Gut, Carrybark, da gehen wir mal mit Megipedia rein. Und ich habe überhaupt keine Lust, jetzt hier irgendwie was Gefährliches abzukriegen. Und Megipedia ist einfach ein guter Tank dafür. Gut, er geht hier jetzt in Terrybark. Das ist eine legit Antwort. Können hier auf den Armstoß gehen. Und können hier auf jeden Fall dieses Terrybark safe rausnehmen. Oder auch nicht. Weil verkugelt zu dumm ist, dreimal oder so zu treffen. Gut, dann gehen wir halt jetzt auf eine Nitro-Ladung. Das ist natürlich auch eine Sache. Da kriegen wir einen Init-Boost und können hier dieses Terrybark rausnehmen. Gut. Passt.
Der E-Bug ist raus. Wir kriegen hier sehr viele Erfahrungspunkte. Und gewinnen hier gegen den guten alten Kelly. Jetzt habe ich doch glatt verloren. Ich war zu schwach und zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschung weiter vorzutreiben. Für die Pokémon, für die Trainer. Gewinnt man einen Kampf, hat man sein Team zu verdanken. Verliert man, ist dies allein die Schuld des Trainers. Wenn man stärker werden will, kann diese Einstellung sehr hilfreich sein. Naja, aber am wichtigsten ist immer noch, dass man mit Spaß bei der Sache dabei ist. Das stimmt. Merkt euch das für Ligen. Man sollte immer mit Spaß dabei sein. Und wenn man verliert, ist es die Schuld seines eigenen. Und wenn man gewinnt, dann kann man froh sein. Passt halt wirklich dazu irgendwie. ja. Lass auch immer diese Clowns-Scheiße da machen hier. Schnitzeljagd, wo muss ich noch hin? Ich muss noch zum, hier diesem anderen Scheißer, der ist glaube ich da. Wenn ich mich nicht. Nein, das ist das Pokémon Center. Wo muss ich denn noch hin? Zeig mal, sag mal her. Sag mal an. Sag mal an. Metall. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Gut. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Da müsste das hier sein. Richtig. Und da gehen wir jetzt rein. Da werden wir uns auch den Ding Dong abholen. Supi, die Apuk-Hauptsitz. Warte mal, die haben da doch ein... Warte mal. Lol. Ich glaube, da konnte man früher reingehen. Ich habe keine Ahnung. Und die andere Sache müsste hier sein. Das Medall-Dingsbums müsste hier sein. Machen wir jetzt noch hier ein paar Quests. Ist das hier? Ja, das ist oben. Das weiß ich noch. Kenn ich wie meine Westen, Westentasche. So, dann, ja. Medaillenamt abgehakt. So, jetzt gehen wir ins Erdgeschoss und werden uns jetzt was auch immer abholen. Das passt. So, dann geben Sie mal her, mein Freund und Kupferstecher. Dann geben Sie doch mal her. Ja, dann geben Sie doch mal die Scheiße her. Vielen Dank und freundlich sein bitte immer, danke. So, wir gehen jetzt hier lang. So, ich habe jetzt die ganze Sache hier erfüllt. Was kriege ich? Ich kriege einen Sonderbonbon. Super, und dafür habe ich mich jetzt angestrengt. Ja, cool. Anreiz. Ja, das lese ich jetzt nicht mehr, weil das braucht keiner. So, hier, es müsste auch hier, meine ich, irgendwo noch die TM-Blitz geben. Falsche Gasse. Super. Hier gibt's noch ein geiles Event, das weiß ich noch. Hier muss man irgendwie so... Bei dem Eis. Ja, hier ist noch so ein geiles Event. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ja, man müsste auch natürlich richtig stehen. Ein köstliches Stratos-Eis ist das Ideale mit das... Damals stand die Kunde hier Schlange und ja, und falls ich es jetzt nicht vergesse, werde ich hier ein Bild einblenden, wie es aussah. War auf jeden Fall ziemlich lustig. Jetzt geht weiter. So, da kommt der Typ. Wie bitte? Eine Eisdiele? Dort? Tja, wer hätte das denn vermutet? Und schmeckt es denn wenigstens? Wow. Das war schon das. Jetzt musst du erstmal dahin latschen. So, jetzt kommen wir weiter. Boah, Hunger! Oh, echt? Ja, echt. Gut, ich habe halt null Ahnung, ob jetzt hier noch irgendein Event oder sowas ist. Ne, hier könnten wir noch zur Route dahinter gehen, könnten da noch ein bisschen was machen, aber nein. Doch, lass da noch ein bisschen was machen. Jetzt, wir haben noch die Zeit, ja, wir haben die Zeit, das passt. Wir können da noch ein bisschen was machen da hinten hier. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir machen können. Weil, ja, was laber ich schon wieder? Na, egal. So. Oh, hey! Als ich dich vorhin in der Stadt gesehen habe, musste ich dir einfach nachlaufen. Hier bitte, nimm dies von mir, das ist ein Itemradar. Nice, danke.
Mit dem Itemrater kannst du selbst versteckte Items aufspüren, die dem Auge sonst bloß sonst verborgen bleiben. Auf diese Weise wirst du auf deiner Suche nach Pokémon auch das ein oder andere nützliche Item stoßen. Nun denn, viel Glück. Oh, um einer hätte ich es vergessen. Wenn du ein Itemradar oder die Habitatsliste oft zu Rate siehst, wäre es sinnvoll, beide zu registrieren. Und wie man das macht, verrät dir ein Blick in dieses Buch. Also hier steht Folgendes geschrieben. Registrierte Items kannst du mit dem Y-Knopf sofort zum Einsatz bringen. Na, alles verstanden? Gut, bis später dann. Ja, ich habe alles verstanden. Gut. Was zur Hölle? Das sah in Schwarz-Weiß 2, also in Weiß 2 meine ich, komplett anders aus. Ich habe halt immer nur Weiß 2 gespielt, nicht Schwarz 2. Deshalb. Rotomorph. Okay. Hasi sollte das eigentlich handeln können, aber nicht in dem KP-Zustand. Gut, Superdank in die Fresse hier. Nimmste. Hasi, komm. Du tankst jetzt einen Turbodreher, der macht 2 oder 6. Ruckzuckieb. Oh, ich dachte schon, irgendwas ist abgestürzt. Kratzfurie, der macht immer 5. Reicht auch schon. Supi. So. Ruckzuckieb kommt, der macht viel. Kratzfurie, zweimal reicht. Zweimal reicht. Dreimal reicht. Junge! Stirb einfach! Ach du Scheiße, mir ist da das Herz in die Hose gerutscht. Dieses Drecksvieh. Heilige Mutter Maria, ey. Gut, Tassin war ja doch noch mit einem blauen Auge davon Das war überhaupt kein Schaden. Damit kann ich leben. Damit kann ich hier einen Ruckzuckieb spammen. 1. Ein Igler. Oh nein. Was habe ich denn hier noch so? Gesichter. Ach Gott. Das wäre jetzt ein schöner Stall. Blubstrahl. Ja. Ja, du machst mir nichts viel. Außer du crittest mich. So. Nein. Jetzt geht das schon wieder los. Hör doch auf! Beate! Mann, ey, scheiß Merrill! Mann, Mann, Mann! So, Fußkick und weg bist du. Ah, nee, du hast ja hier einen Init Boost. Ein Def Boost. Init Boost, what the fuck? Gut, ja, aber jucken tut mich eigentlich eher weniger. So, tschüss. Piss dich. Ja, gut. So. Ja, da haben wir jetzt auch Level 18. Passt. Und Züchter Cora ist down. Mann. Die ist krank. Wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Also ich werde da meine Pokémon ein bisschen trainieren. Hunger, Igitt. Das ist doch wahr. Noch, jetzt hat mich hier der geschrieben. Super. Mitten in der Aufnahme. Es kann doch nicht sein. Was willst du denn? Gut, also ich werde da mal die Pokémon ein bisschen trainieren. Ja, hier lang bitte. Ich werde mal die Pokémon ein bisschen trainieren. Ich hoffe, das passt. Also, ich werde die halt ein bisschen trainieren, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann die Arena machen. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.